Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Und heute möchte ich mal mit dir darüber sprechen, wie man seine Kamera richtig hält. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber ich sehe immer wieder Leute, die auch vor allem mit großen Objektiven, mit schweren Kameras rumrennen und dann aber irgendwie so fotografieren wollen. Und das ist natürlich extrem ungünstig, weil man dadurch einen sehr instabilen Halt hat und die Fotos schnell verwackeln, weil natürlich die Kamera auch in der Hand dann wackelt. Ich habe mir jetzt mit Absicht hier mal mein 70 bis 200 mm Objektiv drauf geschraubt. Das ist also schon richtig schwer. Und mit der Kamera zusammen wiegt das dann noch ein bisschen was. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass ich hier so 1,5 bis 2 Kilo in der Hand habe. Und wenn man dann irgendwie so fotografiert, so auf Augenhöhe und am besten das große Display verwenden wollen und nicht durch den Sucher gucken, das ist dann immer sehr, sehr ungünstig, weil man dann halt natürlich schnell anfängt, hier irgendwie zu wackeln, weil die Muskeln viel mehr in den Arm beansprucht werden, wenn man das hier so vorne hält, als wenn man das Ganze ein bisschen stabiler macht. Und deswegen habe ich mir hier mal ein paar Tipps zusammengesucht, die ich dir geben möchte, wie du mit deiner Kamera einen wirklich stabilen Halt bekommst, damit du auch aus der Hand extrem scharfe Fotos am Ende noch bekommst. Los geht's! Den ersten Tipp, den ich dir geben kann, ist auf jeden Fall erstmal, stell dich etwas breitbeiniger hin, sodass du ungefähr schulterweit die Beine auseinander hast und damit schon mal vom ganzen Körper her ein bisschen stabiler stehst. Das zweite Wichtige ist, dass ich eigentlich meine Kamera immer nicht mit beiden Händen am Kamerabody festhalte, sondern meine rechte Hand, ja, die ist dafür da, die Kamera hier festzuhalten an dem Kameragriff hier. Hiermit löse ich auch aus. Und die linke Hand, die geht ans Objektiv ran. Also die unterstützt quasi die Kamera bzw. das Objektiv hier unten. Und damit gehe ich auch so weit wie möglich hier nach vorne. Ich habe jetzt hier noch so eine Sonnenblende dran. Da kann ich auch super drunter fassen. Und je weiter ich diese Hand mit nach vorne nehme, desto stabiler wird das Ganze. Weil ich natürlich, wenn ich jetzt hier hinten anfasse, die Kamera immer noch sehr weit nach vorne kippen kann. Und wenn ich das hier wirklich vorne unterstütze hier, dann kann ich jetzt schon mal sehr viel besser die Kamera stabil halten. Das nächste, was ich dann mache, ist, dass ich wirklich meine Ellenbogen nehme und die in meinen Oberkörper nicht reinramme, ja, aber zumindest wirklich richtig schön abstützen. Und wenn ich jetzt so fotografiere, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen sehr viel besseren Halt. Zusätzlich drücke ich jetzt die Kamera. Ich gucke also wirklich durch den Sucher durch. Ich versuche nicht über das Display zu fotografieren, sondern ich gucke wirklich durch den Sucher durch und drücke damit die Kamera hier auch nochmal so gegen meine Stirn gegen. Und damit habe ich jetzt im Endeffekt ja, mehrere Punkte, wo ich stabilisiere. Sowohl meine beiden Ellenbogen als auch hier oben an meiner Stirn stabilisiere ich das Ganze. Und jetzt schmiegt sich die Kamera richtig schön an meinen Körper an. Jetzt ist nur noch das Problem, dass sich mein Körper natürlich auch so ein bisschen mitbewegt. Und da geht es vor allem darum, dass ich jetzt natürlich atmen muss. Und dadurch bewegt sich natürlich auch gerade hier im Bauchbereich immer so ein bisschen was, wenn ich auch gerade schwer atme. Dadurch, dass meine Ellenbogen hier aber dran sind, ist es natürlich wieder so ein bisschen ungünstig. Was ich jetzt mache, Luft anhalten, aber nicht so, dass ich einatme und die Luft anhalte. Weil das Problem ist immer dann, das ist extrem anstrengend eigentlich, die Luft so anzuhalten, wenn ich Luft im Körper habe. Viel besser ist es eigentlich, wenn man die Luft ausatmet und dann nicht direkt wieder einatmet. Also wirklich ausatmen, jetzt abdrücken. So, dann habe ich einen wesentlich stabileren Halt und du hast nicht diese Anstrengung im Körper, dass du irgendwie die Luft anhalten musst, sondern das ist alles raus aus dem Körper quasi an Luft und dann bist du auch wirklich ruhig. Ich glaube, dass ja, irgendwelche Scharfschützen und so weiter das auch so machen. Also die halten nicht die Luft an und schießen dann, sondern die atmen wirklich aus und drücken dann ab, weil dann sind sie wirklich am ruhigsten. Wenn es ganz optimal läuft, dann kannst du dich noch irgendwo anlehnen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal so einen großen Stein gefunden. Und wenn ich mich jetzt hier mit meinem Oberkörper gegenlehne und gerade auch hier mit der Hüfte, dann kann ich jetzt noch besser mich stabilisieren. Trotzdem die beiden Ellenbogen natürlich in den Körper. Und wenn ich jetzt aber den ganzen Körper hier noch gegenlehne, habe ich nochmal einen zusätzlichen Punkt, wo ich ruhiger werden kann. Also je nach Möglichkeit, wenn du was findest, wo du dich anlehnen kannst und dann dich auch wirklich mit deinem Körpergewicht so ein bisschen dagegen lehnst, ja, dabei dann noch ausatmest und all diese Stabilisierungssachen hier noch machst, die ich dir gerade eben schon gesagt habe, dann hast du wirklich einen optimalen Stand.
Noch optimaler ist es, wenn du hier sogar die Kamera irgendwo so ein bisschen ablegen kannst. Gerade bei so einem Stein immer ein bisschen aufpassen, nicht die Kamera kaputt machen, also wirklich sanft drauflegen. Aber wenn ich jetzt die Kamera hier quasi so ablegen kann, dann ist es natürlich umso besser, weil dann ist er wirklich komplett ruhig und dann kann ich hier auch entsprechend fotografieren. Das ist das Optimum, wenn du deine Kamera natürlich irgendwo anlehnen kannst oder ablegen kannst. Was ist jetzt, wenn du nicht auf Augenhöhe fotografieren möchtest, sondern schön weit runtergehen möchtest mit der Perspektive? Dann musst du dich natürlich irgendwie hinhocken. Das Problem ist jetzt wieder bei der Hocke. Gerade wenn ich so hocke, dann bin ich wieder mit dem Körper extrem instabil, weil ich dann wieder extreme Belastung in den Beinen habe. Da kommt dann das gesamte Körpergewicht drauf. Und selbst wenn ich jetzt hier meine Ellenbogen so auf die Knie hier packe, dann merke ich einfach, dass mein ganzer Körper wieder extrem instabil ist. Deswegen immer der Tipp an der Stelle, geh wenigstens mit einem Knie runter auf den Boden. Mit dem anderen Ellenbogen kannst du dich hier wie auf dem Knie abstützen. Mit dem zweiten Ellenbogen gehst du wieder in den Oberkörper rein. Und dann habe ich schon wieder einen wesentlich besseren Stand, als wenn ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehen würde. Weil, wie gesagt, dadurch kriegst du einen extrem instabilen Stand. Und das solltest du auf jeden Fall verhindern. Du bist ja auf der gleichen Höhe. Ob du nun ein Knie runternimmst oder auf beiden Füßen stehst, beide Knie auf den Boden runter geht auch, wobei ich dann wieder sagen muss, fühle ich mich jetzt schon wieder instabiler. Also die stabilste Position ist tatsächlich eigentlich, wenn du wirklich ein Knie unten hast und auf der anderen Seite stehst du mit dem Fuß auf dem Boden und dann kannst du wirklich hier so komplett dich wieder fokussieren. Optimal ist es aber, wenn du noch ein Stück weiter runtergehen kannst, wenn die Möglichkeit da ist, dass du dich wirklich hinlegst. Weil wenn du liegst, dann hast du den meisten Kontakt zum Boden. Das heißt, dein Körper bewegt sich auch am wenigsten. Du kannst die Kamera vielleicht sogar ablegen. Also wenn ich mich jetzt hier so nach vorne lege, auf den Bauch, liege ich ja quasi schon da wie so ein Scharfschütze. Die liegen ja nicht ohne Grund immer so da. Und jetzt habe ich hier wieder die volle Option. Ich kann beide Ellenbogen hier komplett auf den Boden packen. Auch wieder so schulterbreit auseinander. Kann hier entsprechend dann auch die Kamera wieder halten mit der rechten und mit der linken Hand. Und habe dann wirklich einen sehr stabilen Stand. Optimal jetzt wieder wäre, wenn ich die Kamera hier auch noch ablegen könnte, dann passiert wirklich gar nichts mehr. Aber so bin ich wirklich ja, extrem stabil unterwegs, auch mit einer schweren Kamera, auch mit einem schweren Objektiv dazu. Wenn es irgendwie geht, wenn du es dabei hast, nutze natürlich ein Stativ oder ein Einbeinstativ. Da machst du deine Kamera auch nochmal natürlich extrem stabil mit. Aber wenn du ohne unterwegs bist, sind das auf jeden Fall die Tipps, die ich dir geben kann, um einen optimalen Stand zu haben, damit du dann auch wirklich optimal scharfe Fotos schießt. Viel Spaß beim Ausprobieren!